Liebe Schwestern und Brüder, als ich noch wesentlich jünger war, etwa in der Oberstufe, und damals mit dem Gedanken spielte, Priester zu werden, war für mich klar, das machst du. Du gehst studieren, du lässt dich weihen und du wirst dort, wo du lebst, wo du wohnst, Pfarrer. Andere Gemeinden kannte ich ja nicht. Warum sollte ich dann woanders hingehen? Da kennt mich ja niemand. Und als ich mich dann später über den Priesterberuf informierte, wurde mir auch gleich gesagt, dass ich in meinem Heimatort eigentlich nie Pfarrer werde sein können. Und auf meine Frage, warum denn eigentlich nicht, wurde unter anderem auch mit dem heutigen Evangelium argumentiert. Wenn man es von diesem Hintergrund her betrachtet, dann kann ich das jetzt im Nachhinein schon ein wenig nachvollziehen und verstehen. Dort, wo jemand aufgewachsen und groß geworden ist, da kennt man alle seine guten und schlechten Seiten, seine ganze Menschlichkeit. Den Nachbarn, Freunden und Bekannten fällt es schwer, in diesem Menschen mehr zu sehen, als er immer gewesen ist. Anscheinend ist diese Denkweise der Bewohner Nazareths bis heute nicht ausgestorben. Und so können sich auch die Bewohner von Nazareth nicht überwinden, in dem vermutlich netten und freundlichen kleinen Jesus von früher jetzt Gottes Sohn zu sehen. Sie bleiben bei ihrem Bild, das sie immer von Jesus hatten. Und dieses Bild zeigt ihn nur menschlich. Da ist nichts Göttliches an ihm. Es kann sich nichts verändert haben. Und da sie in Jesus nur einen Menschen sehen, also nicht auch Gottes Sohn, sagen sie, ein Mensch darf sich diese Dinge nicht herausnehmen, die sich dieser Jesus, den wir von klein auf kennen, herausnimmt. Für sie ist ganz klar, der muss verrückt geworden sein, übergeschnappt, größenwahnsinnig. So ist das aber mit uns Menschen. Wir machen uns gerne ein Bild, in dem wir vom Äußeren auf das Innere schließen. Das ist Schubladendenken. Wir stecken Menschen gerne in unsere selbstgemachten Schubladen, die wir uns zurechtgelegt haben. Gut und böse, arm und reich, hilfsbereit und geizig und. Wir könnten das ja endlos fortführen. Und von diesem Denken, liebe Schwestern und Brüder, trennen wir uns nur ungern. Das war auch bei Jesus so. Es bleibt dabei. Wo Zimmermann draufsteht, da kann nicht Gottes Sohn drin sein. Womit wir aber nicht rechnen und oft auch nicht im Blick haben, da wir mehr aufs Äußere achten, ist, dass Gott in den Menschen, die uns scheinbar sehr vertraut sind, wirkt, auch ohne dass wir es erahnen. Viele Menschen, darunter sind auch viele Heilige hervorgegangen, sind in jungen Jahren von ihrem Umfeld schlichtweg für verrückt erklärt worden, nur weil sich das Bild, das man von ihnen hatte, nicht mehr mit der Wirklichkeit deckte. Das, was den Bewohnern von Nazareth fehlt, ist nicht die menschliche Nähe zu Jesus, dem Sohn der Maria und des Josef, sondern der Glaube an die Macht Gottes, auch in den Menschen Wunder zu wirken. Wunder, bei dem Kranke geheilt oder Brot vermehrt oder Stürme besänftigt werden, erscheinen vielen Menschen eher wahrscheinlich als das Wunder, dass Gott durch Menschen wirkt. Daran glauben die Bewohner Nazareths nicht. Und deshalb bleibt ihnen auch jedes andere Wunder verborgen. Sie haben vor Gott ihr Herz verschlossen. Gott liebt uns Menschen so sehr,
dass er unsere Freiheit respektiert. Ein Gott, der Liebe ist, kann nicht auf andere Weise dem Menschen begegnen als in Freiheit. Liebe setzt auf Vertrauen. Und das, liebe Schwestern und Brüder, ist, was Gott in uns setzt und was er von uns will. Zutrauen und Vertrauen. Nicht Herkunft, nicht Bildung, nicht Reichtum oder Armut, nicht Rang oder Position schaffen eine Beziehung zu Gott, sondern das Vertrauen des Herzens. Und als ein Gott, der liebt, hat er keinen anderen Weg wählen können, als in Jesus den Menschen zu begegnen. So ist er sogar dazu bereit, sich enttäuschen zu lassen und in Kauf zu nehmen, auf Ablehnung zu stoßen. Denn darin liegt das Geheimnis und das macht seine Größe aus. Und wir dürfen glauben, dass er wusste, worauf er sich einlässt, nämlich auf uns, auf sie und auf mich. Sind wir dazu bereit?